So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Defense Grid. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was an den Aufnahmeeinstellungen rumgedreht, noch mal ein bisschen rumtesten will ich. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. So, wo lang laufen die dann? Oh, der Weg ist relativ kurz. Für den Raketenturm, als würde man einem alten Freund begegnen. Nice, der hat ja mal richtig viel Angriff. Was er mit den Flugaliens anstellt, schließen sie ihn bestimmt ab. Ah, nur gegen Flugaliens, okay. Dann wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen. Einverstanden? Was kommen denn hier für Aliens? Kommen jetzt nur Flugaliens? Ich setze erstmal hier jetzt Kanonen. Okay, ich glaube, das sind Flugaliens, ne? Gut, es läuft noch mehr oder weniger so. Warte mal, was hat denn Raketenturm für eine Reichweite? Und wenn ich hier einen Meteor setze... Ich weiß nicht, ja. Ich probiere einfach mal hier Rakete. Setze ich da einfach mal an. Wir schaffen das. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen. So, erstmal upgraden hier den einen Turm, ne? Ganz wichtig. Kanone. Und noch eine Kanone. Okay, ich hätte vielleicht vorne die Lasertürme hinsetzen sollen. Oh nein! Boah, ey, meine Maus spackt rum. Das nervt voll. Ja, der ist da. Hallo? Oh. Ja, meine Maus regt mich in letzter Zeit ein bisschen auf. Die ist ein bisschen kaputt. Deswegen nimmt sie einfach mal einen normalen Klick als Doppelklick an. Ab und zu. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Ganz ehrlich, ich brauche hier im Moment gar nichts anderes. Das Upgrade, alter Schwede. Ja, Reichweite kann nicht weiter erhöht werden, die ist maximal, aber lassen Sie uns die Sieger von der Bildfläche entfernen. Erhöht werden, das ist natürlich geil. Schwimmen wir mal ein bisschen vor. Boah. Gut, ein Sieger ist jetzt kein Problem, überhaupt gar kein Problem. So, drainen wir den nochmal ab. Auf Stufe 3 schon. So, ich glaube, ja, jetzt kommen kleine. Ah, egal. Kriegen die trotzdem hin. Scheiße. Gut, da habe ich mich ein bisschen großkotzig. Ich bin direkt damit auf die Fresse geflogen. Klasse. Das größte Problem sind die Kleinfacker und die sollten die Inferno-Türme da hinten ohne weiteres erledigen können. Von denen erledigt werden können. So rum. So, deswegen grade den trotzdem mal ab.
So, jetzt kommen wieder Flieger. Da werden irgendwie auch ohne weiteres runtergeholt, also ist jetzt nicht so das Problem, ne? Oh Gott. Ich wusste es, dass das ein Fehler war. Jetzt habe ich wieder hier Verluste gemacht. 4 Stück schon verloren. Ja, scheiße, Mann. Okay, jetzt komm. Oh, jetzt. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Noch nicht mal ein bisschen. Ich kann nur dahin. Scheiße, der Boss hat sich gleich richtig viel geschnappt hier. Oh, am Arsch. So, upgraden. Ja gut, das war scheiße von mir teilweise. Ich hatte da zwar eine heftige Verteidigung, aber im Prinzip war es das auch schon. Das kriege ich noch mal besser hin. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und ich habe noch einen Plan gefunden für den Raketenturm, als würde man einem alten Freund begegnen. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was er mit den Flugaliens anstellt, schließen Sie. Oh verdammt, da kommen jetzt ja nur Flugaliens. Wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen? Einverstanden. Oh Mann. In dieser Schlucht ja, ich würde sagen, Standard einfach. Ich habe noch einen Plan gefunden. Für so, den Raketenturm. Als würde ja, das war echt dämlich eben von mir. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was er mit den Flugaliens anstellt. Ne, Moment. Da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht gerade. In dieser Schlucht herrscht reges. Na, oh Gott, ey, meine Scheißmaus, ne? Die geht mir sowas von auf die Blöde. Will mich meine Maus verarschen? Ich hasse das. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und ich habe noch einen Plan gefunden für den Raketenturm. So, dann kann ich hier nämlich Feuer und hier einen Laser machen und hier dann vielleicht noch so ein Verlangsamungsding. Schließen Sie ihn bestimmt auch ins Herz. Dann wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen. Einverstanden. Boah, ey, Mann! Am Arsch. Neu starten. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und ja, reges Treiben, leck mich. Ich habe noch einen Plan gefunden für den Raketenturm. So. Als würde man einem alten Freund begegnen. Wenn Sie erst jetzt einmal aber gesehen haben, was er mit den Flugaliens anstellt, schließen Sie ihn bestimmt auch ins Herz. Ja, kann ich mir vorstellen. Wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen? Einverstanden. Das gibt's nicht! Ganz ehrlich, wieso? Achtung, ich kapiere das gerade echt nicht. Verloren. Temporal, wenn ich den abgegradet habe, dann hat dann ist das Gebiet groß genug, um das alles abzudecken. Das heißt, hier ist noch ein Inferno-Turm. Jawohl, damit sind auch die Massen kein Problem mehr. Hierhin könnte ich einen Meteor natürlich ganz gut platzieren. Der könnte dann wirklich, das kommt mal hier einfach, der kann dann wirklich überall hinschießen. So, jetzt hier noch einen schönen Temporalturm. Jawohl, der hat mir mal wieder das Arsch gerettet. Geht derzeit nicht.
Habe ich den jetzt verkauft? Nee, abgegradet, boah. Moment mal, die habe ich noch nie gesehen. Welche denn? Ach, die Flugviecher, ja. Ist schon in der Datenbank gespeichert. Ah, ich habe auch noch den Laser, genau. Scheiße, da kommen ein bisschen viele durch für meinen Geschmack. Boah, fickt euch, ey. Ich hau hier jetzt erstmal... So. Auf beide Seiten, der sollte, die sollten sich jetzt um die Flugeinheiten kümmern. Das gibt es nicht! Wie viele davon durchkommen, ey? Weil ich die Türme noch nicht abgegradet habe, ey. Oh Mann, ey, das kann ich... Nee, komm, ey, das kann ich schon wieder neu starten. Leck mich doch am Arsch. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und... Meine Maus, ey. Oh, das geht mir auf die Klöten. Ich kann schon wieder neu starten. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben. Ja, ja, reges Treiben, Schwuchtel. Fick dich. Für den Raketenturm. Als würde man einem alten Freund begegnen. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was er mit den Flug-Aliens anstellt, schließen Sie ihn bestimmt auch ins Herz. Dann wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen. Einverstanden? So. Hier vorne schön die Inferno-Türme hin. Dass die schon mal vorgrillen. Upgrade. Oh ja. Moment, habe ich den schon auf Stufe 2. Sehr gut. Die Feuertürme muss ich natürlich auch noch upgraden. Da führt kein Weg dran vorbei. Einen mache ich jetzt, glaube ich, mal eben schon mal. Alter, wie der Facker da wieder durchkam. Mann. Sie haben meinen Kern gestohlen. Ja, sie haben meinen Kern gestohlen. Die Schilde kommen. Na, oh Mann, ey, jetzt hat er da wieder irgendwas hingebaut. Der super Inferno-Turm, ey, den kannst du gleich wieder verkaufen, Junge. Ey, das regt mich so auf. Temporal sollte er. Ich wollte ihn noch ein bisschen aufhalten, ja. Kriegst auch gleich ein Upgrade. Es kommt etwas Neues. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Scheiße, das läuft schon wieder beschissen. Wobei doch gut noch runtergeholt. Ein Glück. So, Upgrade. Ja, der ist fast... Zum Glück ist das nicht immer so. So, das geht derzeit nicht. Na, oh Mann, ey! Das geht mir so auf die Eier. Ich brauche dringend eine neue Maus. Ja, gleich wieder verkaufen. Ja. Gut. So, upgraden. Der braucht dringend ein Upgrade. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen wir sie ausschalten. Okay.
So, 600 Upgrade. ...300 kostet das Upgrade immer nur, das ist cool. Boah. 800 hatte ich noch nicht ganz. Wenn wir das überleben und ich würde, würde ich sie auf einen Drink einladen. Jawoll! Deluxe hier. Scheiße. Gut, die kam durch. Ach fuck! Und die Bosse schnappen sich das jetzt direkt hier. Ach komm, ey. Kannst du mir doch nicht erzählen. So, gut, 4 verloren. Damit kann ich noch leben. Damit kann ich noch leben. Okay. Das war das dann auch schon wieder für diese Folge. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.